Museen müssen vor allem versuchen, möglichst verschiedene Gruppen zu erreichen. Ich denke, wir haben gesehen beim Bürgerbeirat, dass der Wille oder der Bedarf nach Partizipation bei den BürgerInnen sehr groß ist, aber es ist doch noch, glaube ich, oft das klassische Publikum, das sich auf normale Aufrufe meldet. Ich denke, ja, Social Media oder das Gehen in bestimmte Bezirke, bestimmte Schulen zum Beispiel, wird es erleichtern, auch noch diversere BürgerInnengruppen zur Partizipation zu motivieren. Oder nicht motivieren, auch einfach die Motivation, die schon da ist, zu nutzen. Erstmal ist das Learning vom Bürgerbeirat und vom Museumscamp, dass die Motivation sehr groß ist und das vor allem auch mit möglichst freiem Denken, also mit möglichst wenig Vorgaben von außen oder von uns, auch die besten Ergebnisse entstehen. Und auch, dass sich die recht offene Sammlung von Ideen doch dann auf ein paar Keypoints doch zuspitzt. Also es zerfasert nicht so stark, sondern dann kommen den Gruppen schon auch sehr fokussierte Ideen, sei es Gamification, sei es Individualisierung von Inhalten zusammen. Also man muss nicht Angst haben, dass dann so ein riesen Faserbrei an Ideen kommt, sondern da können sie auch wirklich sehr, sehr gute und sehr fokussierte und zugespitzte Ideen finden, die aber ein recht breites Publikum haben. Alles, was wir jetzt machen, ist auch dafür da, dass alle daraus lernen. Also gerade in der Archäologie in Baden haben wir sehr, sehr viele Gäste aus anderen Museen. Das machen wir jetzt nicht als kleine Hexenküche, um sozusagen, wir brauchen unser Ding und verraten es keinem, sondern gerade das Austesten von vielen vernetzten Medienarten in der Ausstellung ist wichtig, dass wir da mal auf einer größeren Ebene testen, einfach wie kommt es an, weil ich meine, einzelne Dinge, die wir machen, sind natürlich schon alle vorhanden in anderen Museen, aber gerade diese Vernetzung mit digitalem Katalog, Datenbank, Medien der Ausstellung, die ist einfach mal sehr, sehr wichtig für alle Museen, weil dann kann man sehen, was ist da für mein Museum machbar und was es nutzt, fruchtbringend.